Herzlich willkommen zu Fit at Home. Ihr seht schon, dass ich heute nicht ganz alleine bin. Meine Kollegin hat mich heute zwar verlassen, aber dafür habe ich meinen Freund hier mitgebracht. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Hintergrund ist, es kam in letzter Zeit häufiger mal die Frage, Mensch, ihr macht zwar viel für die Wirbelsäule, aber die Wirbelsäule, das ist doch auch, wenn mir das Knie weh tut, tut irgendwann später die Wirbelsäule weh, dasselbe ist vom Hüftgelenk, Sprunggelenk, also es bedingt sich alles. Und genau das ist richtig. Das bedeutet, wenn ich Übungen für das Kniegelenk oder das Hüftgelenk zeigen muss, bedeutet das eigentlich immer, dass ich eine Etage tiefer gehen muss. Und das wird auch Inhalt unserer heutigen und der nächsten Einheit sein. Schaut euch das mal ganz kurz an. So sieht irgendwo jeder von uns aus. Der eine ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Aber die Knochen, die sind meistens alle an derselben Stelle. Und wenn man jetzt zu den Füßen schaut, so seht ihr auch hier, wenn dieser Stab nicht wäre, würde die Wirbelsäule komplett in sich zusammenfallen. Das bedeutet, nur die Ansteuerung des Gehirns und die Muskeln fixieren jede Art von Gelenk, ob das jetzt in den Füßen, im Kniegelenk, im Hüftgelenk oder der Wirbelsäule ist. Haben wir jetzt bestimmte Muskeln, die diese Führung und dieses Halten nicht machen können, bedeutet das immer, dass wir irgendwo eine Fehlhaltung haben. In den letzten Einheiten sind wir sehr viel auch auf die Bauchmuskulatur eingegangen. Die Bauchmuskulatur hat immer was mit einem Gleichgewicht zu Rücken und Po zu tun. Aber unser Ziel heute ist, was ist denn, wenn an einem Bein ein Problem entsteht oder vielleicht auch der Fuß nicht richtig aufgebaut ist. Deswegen habe ich meinen Begleiter jetzt schon in die richtige Position gebracht, denn wir tragen fast über den gesamten Tag über Schuhe. Und häufig auch zu Hause. Irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Empfehlung, trage doch bitte Schuheinlagen, weil dein Becken steht schief. Und dann kommt häufig die Antwort, naja, warum ist denn das Becken schief? Naja, weil ein Bein kürzer ist als das andere. Und das ist zu einem ganz großen Bestandteil falsch, denn eine wirkliche Beinlängenverkürzung, also wo irgendwo ein Knochen auf der einen Seite kürzer ist als auf der anderen Seite, ist wahnsinnig selten. Ganz häufig geht es hierbei immer um ein fehlendes Zusammenspiel innerhalb der Muskulatur. Und unser Ziel ist es heute, den Fuß anzuschauen. Der Fuß baut hier unten ein Gewölbe. Und wenn dieses Gewölbe nicht mehr da ist, steht automatisch auf dieser Seite das Bein tiefer. Dieses Tiefstehen des Beines überträgt sich logischerweise immer auf die nachfolgenden Gelenke. In den 90ern gab es mal eine Studie, und zwar wollte man erkennen, woher kommt denn bei Migränepatienten eigentlich die Migräne. Und dann hat man Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Fehlstellung der Füße bis zu einer Fehlstellung in der Halswirbelsäule führen kann und dieses eben auch Migräne auslösen kann. Das ist jetzt nicht die 100% Lösung immer, aber es gibt dieses Zusammenspiel. Ich würde das gern erklären und dann würden wir schon die erste Übung dazu aufbauen. Sinkt auf der Seite der Fuß ein. Rotiert das Bein leicht nach innen, also auch von der Kniescheibe her. Das heißt, auf der Seite kippt das Becken leicht nach vorn. Und in dem Moment steht das Becken leicht tief und rotiert. Und genau dieses setzt sich dann nach oben in der Wirbelsäule fort, weil die Wirbelsäule besteht im Endeffekt auch nur irgendwo aus kleinen Gelenken. Jetzt heißt das also im Umkehrschluss, wenn ich immer nur hier oben die Muskeln trainiere, aber vielleicht die Ursache, sprich den abgesenkten Fuß, nicht korrigiere, werde ich nie die Chance haben, den eigentlichen Schmerz zu klären. Und viele, die zu uns regelmäßig zum Training oder in die Therapie kommen, merken das auch. In dem Moment, wo der Fuß korrigiert wird, habe ich automatisch auch die Chance, das ganze Kniegelenk, das Hüftgelenk nach oben stabiler zu machen. Ich stelle jetzt hier meinen Begleiter beiseite und damit haben wir die Möglichkeit, gemeinsam zu trainieren. So, ich lasse ihn aber mal noch so, dass wenn noch jemand mal schauen möchte. Und wir beginnen im Sitzen. Im Sitzen, vielleicht so, dass ihr ein Handtuch vor euch liegen habt, denn dieses Handtuch gibt euch die Möglichkeit, eine kleine Bewegung zu erkennen, die wir jetzt im Training für den Fuß gestalten. Viele, die in der Therapie ein bisschen tiefer drin stecken, kennen das, ist der kurze Fuß nach Yanda. Das heißt, wir versuchen, dieses Fußbett wieder aufzubauen. Für uns bedeutet das unterm Strich, dass das Ziel ist,
diesen Punkt und diesen Punkt zusammenzuziehen. Und das macht die Muskulatur des Fußbettes. Die ist häufig nicht gut ausgebildet und damit sinkt es ab. Wir wollen die jetzt wieder aufbauen, um auch das Sprunggelenk und alles wieder richtig auszukorrigieren. Wir beginnen, setzen die Füße auf die Matte, achten auf eine gerade Linie von dem Hüftgelenk über das Kniegelenk bis zum Sprunggelenk und versuchen einfach mal jetzt noch mit den Zehen die Füße einzukrallen. Fasst nach, krallt ein. Fasst nach, krallt ein. Stoppt bitte mal kurz an diesem Punkt. Ihr wisst jetzt also, um was es geht. Wir machen jetzt einen kleinen Test. Wir ziehen das Handtuch wieder lang, setzen die Füße wieder so drauf und schließen einfach mal die Augen. Macht bitte die Augen mal zu, lasst sie bitte auch geschlossen und macht jetzt dieselbe Bewegung. Fasst mit den Füßen nach und versucht das Handtuch immer weiter heranzuziehen. Ganz viele Male. Vielleicht zählt ihr mit und kommt so auf ca. 10 Wiederholungen. Ihr spürt vielleicht auch mit geschlossenen Augen etwas mehr in das Fußbett hinein und spürt, wie die Muskulatur des Fußes arbeitet. Dann öffnet bitte mal die Augen und schaut euch das Handtuch an. Wenn das Handtuch so aussieht wie jetzt bei mir, wisst ihr, dass auf beiden Seiten die Füße gleichmäßig das Handtuch herangezogen haben. Das heißt also, die Muskulatur in beiden Füßen arbeitet gleich. Ganz häufig sehen wir jetzt aber, dass das Handtuch manchmal so aussieht. Das bedeutet in diesem Fall, dass der rechte Fuß viel besser arbeitet als der linke Fuß und damit zieht es das Handtuch heran. Das Ziel ist es auch genau an diesem Punkt anzusetzen und das Ungleichgewicht zu beheben. Es bedeutet also, wir rollen das Handtuch wieder aus, jetzt lassen wir die Augen geöffnet und schauen und korrigieren automatisch. Wir ziehen das Handtuch ran, immer weiter und versuchen so mit den Füßen zu arbeiten, dass das Handtuch immer weiter, aber gleichmäßig herangezogen wird. Ist es heran, ihr könnt nicht weiter unter das Fußbett runterziehen, schiebt einfach die Matte wieder nach vorn und beginnt wieder. Ihr krallt ein, zieht das Handtuch heran, krallt ein, zieht das Handtuch heran, krallt ein, zieht das Handtuch heran. Bei dieser Übung kann man nicht pauschal empfehlen, macht das 10, 15 oder 20 Mal. Sondern spürt wirklich in das Fußbett, wenn ihr merkt, das fängt leicht so ein bisschen an zu krampfen oder der Muskel wird so ein bisschen sehr schwergängig, also es tut irgendwie weh. Macht an dem Tag einfach eine Pause und versucht diese Übung über die nächsten 4, 5, 6 Tage auszubauen. Ihr werdet merken, ihr schafft irgendwann immer mehr einzuziehen und damit eben diese Muskulatur im Fußbett besser anzusteuern. Das ist die Grundlage für die Übungen, die wir die nächsten Male machen. Auch, dass ihr das Ziel kennt. Ziel ist es später, dass wir Übungen im Stand machen. Das heißt zum Beispiel eine Kniebeuge. Aber bei dieser Kniebeuge den Fuß in der Mitte anziehen, ohne dass die Zehen angekrallt werden. Das heißt, wir werden immer einen kleinen Sidestep machen. Zu Beginn die Konzentration auf die Füße. Und dann bauen wir dazu Beinübungen, um eben nach oben hin die Gelenke wieder in die richtige Position zu bringen, so wie es eben auch anatomisch zu sehen ist. Also die Knie werden davon profitieren, das Hüftgelenk und die Lendenwirbelsäule. Probiert diese Übung einfach mal. Schon nach den ersten 2, 3 Malen werdet ihr spüren, es geht viel, viel einfacher und ihr werdet die Vorteile sehen. Und dann kommt auch der wirkliche Rat, wenn ihr dieses gut könnt, lohnt es sich auch, zu Hause barfuß zu gehen. Wenn ihr ein schlechtes Fußbett habt, würdet ihr praktisch beim Barfußgehen immer dieses Fußbett wieder durchdrücken und häufig werden die Probleme mehr. Also richtig ist immer erst die Vorübung und dann eben das Barfußgehen und dann seid ihr genau korrekt, auch für eure Gelenke. Ich hoffe, es hat euch heute etwas Spaß gemacht. Ich weiß, es war ein bisschen langwierig, ein bisschen viel mit Reden, aber wir können oben viel, viel trainieren. Wenn die Problematik tiefer liegt, müssen wir an der Problematik anlegen und dann können wir damit viel besser arbeiten und die Probleme in den Griff bekommen. Ja, viel Spaß damit, probiert es einfach aus, es lohnt sich wirklich.